Servus, hollerö und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terranigma. Bevor wir loslegen, schauen wir uns erstmal unsere neue Ausrüstung an. Und zwar, wir trugen jetzt die Shogun-Rüstung mit 50 Abwehrpunkten. Die Enigma-Rüstung, ihr seht schon an den Zahlen nebendran, hat verdammte 88 Abwehrpunkte. Und natürlich legen wir die an. Das Ganze checken wir jetzt auch mal bei der Terra-Lanze. Vorher hatten wir die Naginata mit 58 Stärkepunkte. Jo, Mann. Die Terra-Lanze hat 80 Stärkepunkte. Und wir haben jetzt die ultimative Waffe und die ultimative Rüstung. Also besser geht nicht mehr. Hoppala. So, ich möchte jetzt die Folge nutzen. Wir müssen uns ja jetzt erstmal durch den Wald hier schlagen. Und möchte jetzt nochmal so ein paar Takte zu der Story erzählen. Zu dem ganzen Plot, den wir jetzt erlebt haben. Und das weitere Vorhaben in dieser Folge. Also, ich wollte eigentlich jetzt zu Berugas Labor laufen. Aber bis wir hier rauskommen, glaube ich, sind jetzt eh schon 10 Minuten um. Dann müssen wir uns noch eindecken. Und dann haben wir vielleicht noch 10 Minuten hier in diesem letzten Dungeon und ich dachte mir, ich fände das ein bisschen blöd. Deswegen würde ich jetzt in der Folge die restliche Zeit schon mal anfangen, eine der Städte zu entwickeln. Wir haben insgesamt, glaube ich, 5 Städte und bevor ich jetzt in einer Folge die ganze Zeit hin und her laufe, denke ich, könnten wir doch jetzt schon mal anfangen und dann haben wir nicht so viel Backtracking auf einmal. Genau. Ja, was habe ich zu der Story, zu dem ganzen Plot zu sagen? Also grundlegend möchte ich erstmal auf die Fluffy-Thematik zu sprechen kommen. Dieser Fluffy. Also ich fand es sehr mutig von dem Spiel, dass unser Begleiter sich gegen uns wendet und wir mehr oder weniger ihn jetzt nicht mehr an unserer Seite haben. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass wir jetzt einen zweiten Fluffy haben. Ich glaube einfach mal, das hat man damals aus Gameplay-technischen Gründen gemacht, weil Fluffy ist ja hier in unserem Inventar dafür zuständig, dass wir hier alles erreichen. Und ein neues Inventar einzuführen, wäre ein bisschen schwierig gewesen, glaube ich, oder hätte auch für viel Verwirrung gesorgt. Ich meine, klar, es gibt Oberwelt-Arc, Unterwelt-Arc, Oberwelt-Melina, Unterwelt-Melina, warum nicht auch bei Fluffy? Aber ich finde, man hätte das vielleicht ein kleines bisschen anders lösen können. Ich weiß auch nicht. Ich meine, dass mit Fluffy irgendwas nicht in Ordnung war, das konnte man sich denken. Wir denken mal an Berugas Labor, als wir das Passwort eingeben mussten und Fluffy sofort wusste, was zu tun ist. Ja, zu der ganzen Geschichte. Wie wir erfahren haben, sind wir ja schon die ganze Zeit einfach nur eine Schachfigur von höheren Mächten gewesen. Das heißt, es hat schon angefangen bei der Thematik mit der blauen Tür. Denken wir mal dran, jeder normale Spieler hätte, glaube ich, die Tür eingeworfen und hätte nicht dran gedacht, das zu verweigern. Und hätten wir die Tür eingerissen, hätten wir wirklich was Verbotenes getan und müssten wirklich den Zustand von Krysta, dass alle vereist wurden, auf unsere Kappe nehmen. Dadurch, dass wir uns aber dagegen entschieden haben und unsere Kumpanen eingesaugt wurden, können wir gar nichts für den Zustand. Und trotzdem, oder mehr oder weniger, wir mussten zwar die Truhe öffnen, um was dagegen zu tun. Wir wussten es ja nicht besser, aber man hat uns die komplette Schuld gegeben und von da an wurde Ark die ganze Zeit benutzt. Ne? Wir haben dann die Kontinente zurückgebracht und dann hat es auf einmal geheißen, yo, wir müssen jetzt auch noch die Lebewesen zurückbringen, die Erde bevölkern. Warum? Weil wir haben ja unseren Auftrag eigentlich schon erledigt. Ja, und unser einziges Ziel, wie gesagt, war es, Beruga zurückzubringen, denn diese Thematik mit
Beruga, der die Welt ins Chaos stürzen wird, ist schon öfters passiert. Also dieser Zustand der Erde ist einer von vielen. Und dadurch, dass wir uns im Dürretal mit unserem anderen Ich, den Oberwelt-Ich, vereint haben, haben wir das Glück, außerhalb des Randes des Schicksals zu stehen. Und wir können jetzt diesen Zustand unterbrechen. Also das heißt, es wird immer wieder ein Held auftauchen, immer wieder Beruga retten und immer wieder wird dieser die Welt ins Chaos stürzen. Doch jetzt durch die Ereignisse im Dürretal können wir endlich was dagegen machen. Dann die Sache mit König Olaf, Wong und Beruga, also den Verschwörern einfach und den Schatz, der sich in Storkholm befindet. Und auch das Gemetzel, was Melinas Familie passiert ist. Columbo, wie wir wissen, ist ja auf Reisen gewesen mit den Prinzen und den Söhnen der Königin von Schloss Toronja. Auf seinen Reisen hat er hier dieses Equipment gefunden und versteckt es in Storkholm, um es von bösen Händen fernzuhalten. Wie wir alle wissen, sind die Söhne der Königin gestorben und Columbo musste Meldung machen. Wir wissen auch vielleicht, oder ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das erzählt habe, ob wir das irgendwie herausgefunden haben, aber die Königin von Toronja oder von Spanien und König Olaf waren ziemlich dicke. Und ich kann mir vorstellen, dass diese König Olaf von diesem Schatz erzählte. Daraufhin ließ er Storkholm stürmen, um nach dem Schatz zu suchen. Was Wong in der ganzen Geschichte macht nun, ich glaube einfach nur, das ist ein Mittelmann gewesen. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ja, und das war so mehr oder weniger der Melina-Plot. Also nur mal so grob zusammengefasst. Jo, wir haben das Ende erreicht. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen verständlich rüberbringen. Aber ihr könnt auch dann, falls der eine oder andere nicht weiß, einfach auch nochmal in die Kommentare schreiben. Ich versuche das dann nochmal genauer zu erklären. Ich war jetzt auch ein bisschen verwirrt wegen dem Wald. So, gut. Wenn wir doch schon hier in Europa sind, dann möchte ich die Gelegenheit nutzen, in der ersten Stadt anzufangen, nämlich in Loire. Nicht in Loire, in Ahola. Denn wir haben schon ein Teil im Inventar, nämlich das Blech für die Fischer. Hoppala. Da müssen wir hin. Und als allererstes speichere ich mal. Ja, 10 Taler ist in Ordnung. Danke fürs Zimmer. Dann lege ich mich gleich mal schlafen. Also ich habe mich jetzt schon ein bisschen vorab natürlich informiert, was wir hier machen müssen. Und zwar, wir haben ja in einer Folge bei dem Nomaden diesen Bergkristall gekauft. Den müssen wir hier auch abgeben. Jetzt machen wir uns aber erstmal auf die Suche nach dem Fischerjung, der das brauchen könnte. Und ich glaube, den finden wir natürlich am Hafen. Ne, jetzt sind die Quadros. Ein Forscher soll einst in Afrika ein Tierparadies entdeckt haben. Angeblich fand er sogar einen wunderschönen Edelstein. Aber danach verschwand er spurlos in der Sahara. Den Schatz hatte er wahrscheinlich bei sich. Unfassbar. Ah, das erklärt, wie dann der Mondstein in die Sahara kam. Okay, also schön, dass man da durch diese Gespräche da, wenn man keinen Spieleberater hat, Bescheid zu wissen. Okay, er sagt das Gleiche. Aber wo ist der Fischerjung mit dem
Sardinen. Wenn ich jetzt da runter gehe. Ist der doch in der im Dorf? Hm. Der Handwerker. Na, geben wir doch denen wenigstens schon mal den Kristall. Wenn wir schon mal hier sind. Hallo! Dieser funkelnde Stein sieht sehr interessant aus. Gibst du ihn mir? Bitte sehr. Es ist mir eine Freude. Vielen Dank. Das gibt mir das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben. Remo übergibt den Bergkristall. Ja, was macht er denn jetzt damit? Hm. Ha, das ist der Spanier. Der Fischer. Es gibt jede Menge Sardinen, doch sie verderben leider so schnell. Es müsste einen Weg geben, sie länger haltbar zu machen. Ja, dann nimm doch das Blech. Wir sollten es auch noch anlegen, ne? Was hast du denn da? Ist das etwa aus Metall? Das ist es. Das ist die Lösung, um die Sardinen zu konservieren. Würdest du mir das überlassen? Hier bitte. Ich habe sowieso keine Verwendung dafür. Du gibst es mir? Ehrlich? Das ist fantastisch. Gut. Jetzt muss ich bloß mal überlegen, wenn wir den jetzt nochmal ansprechen, ob der uns jetzt sogar eine Dose Sardinen gibt. Ich habe das Blech poliert und die Sardinen darin verpackt. Bitteschön, diese Büchse ist für dich. Schließlich war es deine Idee. Genau. Und die müssen wir, glaube ich, den Feinschmecker geben. Ich weiß bloß nicht, wo der war, ob der in Liberita oder in Seeheim war. Aber das finden wir raus. Dann können wir jetzt auch mal gucken, was der Handwerker hier gemacht hat. Dein Bergkristall hat mich dazu inspiriert. Jetzt so was. Hm. Okay. So, dann müssen wir ins Krankenhaus. Denn wir brauchen ein Fiebermittel. Brauchst du ein Fiebermittel? Natürlich. Ein Fiebermittel? Kann ich etwas davon haben? Hier, wenn jemand an Fieber leidet, gib ihm davon zu trinken. Jawohl, ja. So, mit dem müssen wir nach Seeheim. Und wo war der Feinschmecker? Wenn wir Glück haben, war der auch in Seeheim. Mach mal nebenbei den Spieleberater auf und versuch da immer mal ein bisschen reinzuspicken. Na gut, aber erstmal, wir gehen jetzt erstmal nach Seeheim, weil da weiß ich sicher, dass da ein Fieberkranker ist, dem wir das Mittel geben müssen. Ah, ich sehe gerade, der ist in Liberita, der Feinschmecker. Ja, sind wir ja auch gleich. Dann können wir ja erstmal die Dose hier abgeben. So, aber wo ist er? Ich glaube, das ist der Tom. Das könnte der Tom sein. Mann, das sieht aber sehr lecker aus. Ich bin ein Feinschmecker. Lass mich doch einmal kosten. Willst du kosten? Das sind Ölsardinen aus Ahola. Öl? Diese Art der Zubereitung kenne ich nicht. Lass mich versuchen. Remo gibt die Ölsardinen weiter. Lecker!
Ein ganz und gar exquisites Häppchen. Hervorragend! Ich werde es leicht anbraten und mit Kräuterbutter garnieren. Vielen Dank für diese Köstlichkeit. Ich, Tom, sage, das wird in die Geschichte eingehen. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Jawohl, 100 Taler. Schön. Und jetzt suchen wir mal Seeheim auf. Warte mal, Seeheim, glaube ich, war da oben. Genau. Wo ist der Fieberkranke? Hä, warte mal, da geht's noch einen Raum rüber. Nee, das ist nur eine Mühle. Was ist mit dir? Hihihihi, hohohoho! Gute Güte! Was bist du für einer? Ich habe deinen Rat befolgt, aber irgendwas fehlt noch. Hast du eine Idee? Mach eine Soße. Warum machst du nicht eine Soße dazu? Ach, der Jürgen war das, der mit den Würstchen, ja. Soße, gute Idee, das werde ich probieren. Der Jürgen. Na, die tanzen immer noch Samba. Ha, wo war der Fieberkranke? Mutter sagte, dass Frauen, die auf See umkommen, als Nixen heimkehren. Mutter starb auf See. Ob sie wohl eine Nixe wurde? Bestimmt. Ha, warte mal, vielleicht ist da in dem Hotel. Was bist du für einer? Ein Laden. Ja, da können wir mal die anderen Knollen kaufen. Sicher ist sicher, dass wir mal, wenn die uns ausgehen, noch was davon haben. Oder war das doch lieber Rita? Wir können höchstens noch bei Will suchen. Nee. Da oben noch. War ich doch schon drin, oder? Hey, das war die mit der Nixe. Da war ich auch schon drin, oder? Ja, das waren die Samba-Dancer. Was war hier? Der Jürgen. Ah, da ist er noch hier. Da ist er noch ein Häuschen. Und eine Truhe. Ich habe auch noch in Erinnerung, dass diese Städteausbau-Sache ein bisschen auch verbuggt war. Also ich glaube, wenn man zum Beispiel irgendwas falsch gemacht hat, dann kann man Ahola nicht komplett ausbauen. Ich habe es einmal tatsächlich geschafft, also habe ich wirklich alle Städte ausgebaut. Ja, aber war der dann doch in Liberita? Da waren wir jetzt überall drinnen. Na ja, suchen wir halt mal Liberita ab. Und wenn nicht, mache ich einen kurzen Break. Und spick nochmal. Das Problem ist, dass das mit dem Fieberkranken echt blöd in dem Spieleberater beschrieben ist. Das war der Tom. Drei Mädels, die sind für später auch wichtig. Das können wir uns auch schon mal merken, dass die hier sind.
Da oben ist die Weinkellerei. Da müssen wir auch noch rein was machen, aber dazu später. Sam? John? Kinderheim. Ha, ich habe echt keine Ahnung. Aber vielleicht, ich weiß, dass Seeheim abbrennt. Und wir das wieder aufbauen müssen. Vielleicht kommt es dann noch. Aber wenn wir schon mal hier sind, was können wir denn in Liberita machen? In Liberita haben wir nämlich auch schon einiges gemacht. Moment, ich habe den Berater hier liegen. Wir müssen Amanda die Nachricht von Sam geben. Das haben wir gemacht. Die Maschine müssen wir verschieben. Das haben wir auch schon gemacht. Und dann müssen wir John bei seinem zweiten Experiment beiseite stehen. Das war der Tom. Der John war, glaube ich, der Erfinder mit der Maschine, die wir wegschieben mussten. Dann machen wir doch das gleich mal. Ne, das war Sam. Da ist er schon. Vielen Dank, du hast mir einen fabelhaften Tipp gegeben. Ich werde gleich mit dem neuen Forschungsprojekt beginnen. Oder muss ich erst Sam helfen? Der Sam ist, glaube ich, in der Kneipe und säuft sich ihn an. Es tut mir sehr leid. Gut, ich bin über die Sache mit Amanda hinweg. Ich erfand eine Maschine, die Gespräche über weite Strecken zulässt. Ich habe nicht geglaubt, dass jemand so etwas benötigt. Aber jetzt bin ich sicher. Wenn du fernab bist, kannst du dem anderen deine Gefühle mitteilen. Wenn ich nur einem Menschen helfe, hat die Maschine den Zweck erfüllt. Oh ja, ich vergaß. Dich zu belohnen, komm mit mir zu meinem Haus. Na gerne doch. Will uns das Spiel jetzt da etwa mitteilen, dass Alkohol gegen Liebeskummer hilft? So, wo war jetzt dein Haus nochmal oben, ne? Nein, das war John. Ich kann es mir einfach nicht merken, wo die Häuser sind. Sam, da ist er ja. Ich habe hier einen Kristall. Willst du ihn? Dann nehmen wir ihn. Ich habe noch jede Menge neue Ideen für fantastische Erfindungen. Gut, dann lasse ich dich jetzt mal alleine mit dir. Und ich schaue nochmal zum John. Vielleicht kann man bei dem noch was machen. Okay. Da sind wir jetzt erstmal auf Eis gelegt. Versuche ich nochmal die Stadt zu verlassen und nochmal reinzugehen, weil oft reicht es aus, um ein Event zu starten. Erstmal zu Sam. Also wir können auch diese Städteausbau immer nur zu einem gewissen Grad machen und dann müssen wir weitere Events abwarten. Aber scheinbar können wir jetzt hier auch nichts machen. Ich spitze noch mal kurz. Begib dich zu Will, er hat ein Flugzeug gebaut. Das haben wir ja schon gemacht. Dann gehen wir jetzt noch mal zum Jürgen. Und schauen mal, ob der schon wieder was hat wegen seinem Würstchengulasch. Weil das brauchen wir. Dem müssen wir nämlich auch weiterhelfen. Dass der sein Rezept abschließt. Ich habe einfach ein paar Würste klein geschnitten und fertig war es. Mein Würstchengulasch ist sehr beliebt. Komisch.
Ja, gibst du mir ein bisschen was davon? Okay, hier kann man auch nichts machen. Oder müssen wir erst den ganzen Beruga-Plot hier abwarten? Boah. Gute Frage. Ja. Okay. Na, dann würde ich sagen, dann speichern wir jetzt hier nochmal und machen dann nächste. F Ah, hier hat sich was verändert. Die Stadt ist größer geworden. Hehe. Habt ihr es gesehen auf der Karte? Jetzt haben wir hier, glaube ich, noch. Ne, wir haben keinen Bereich. Aber es ist größer geworden hier. Also unsere Arbeit trägt Früchte. Und eigentlich müsste jetzt hier dann, glaube ich, noch eine neue Ebene in diesen Städtelein sein. Aber ich sehe jetzt hier nichts. Vielleicht kommt es noch. Okay, wir gehen jetzt mal ins Hotel. Und dann machen wir nächste Folge weiter. Wenn ich jetzt bloß wieder auf Anhieb finde, hier. Gut, dann würde ich sagen, bis morgen. Schön, dass ihr wieder dabei wart und Servus.